Die Debatte um die Energiewende hat sich ja im letzten Jahr, vor allem rund um die Bundestagswahlen, weitgehend auf eine Kostendebatte verkürzt. Und darüber droht doch verloren zu gehen, worum es beim Umbau unseres Energiesystems geht, was eigentlich die treibenden Argumente und Motive hinter diesem historischen Projekt sind. Die Energiewende ist nichts weniger als das Schlüsselprojekt für eine grüne industrielle Revolution, für eine fundamentale Veränderung der industriellen Produktionsweise, die man in drei Dimensionen beschreiben kann: Dekarbonisierung unserer Produktions- und Lebensweise, also der Übergang vom fossilen zu einem postfossilen Industriesystem, sogar einer Gesellschaftsformation, der ganze Aufstieg der Industriegesellschaft, auch mit den beeindruckenden Wohlstandsgewinnen, die es vor allem in den entwickelten Industrieländern gegeben hat, aber jetzt zunehmend auch in den Schwellenländern, basiert ja auf fossilen Energien, auf Kohle, Öl, Gas. Der Energieverbrauch hat sich im letzten Jahrhundert um den Faktor 16 gesteigert. Also das war die eigentliche Triebkraft dieser industriellen Maschinerie. Und worum es jetzt geht, ist innerhalb einer historisch relativ kurzen Frist den Übergang zu einer postfossilen Industrie- und Gesellschaftsformation zu vollziehen, die letzten Endes auf Solarenergie basiert. Die zweite große Veränderung ist die vom Raubbau an den natürlichen Ressourcen zu einem hohen und ständig steigenden Maß an Ressourceneffizienz. Also das, was wir unter Faktor 4, Faktor 5 und perspektivisch Faktor 10 kennen, aus weniger Material, aus weniger Ressourcen mehr Wohlstand zu erzeugen. Und die dritte große Veränderung ist der Übergang zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, also zu vernetzten Wertstoffketten, die keinen Abfall mehr kennen. Cradle to Cradle, wie Michael Braungart sagt, also eine Produktionsweise, in der jeder Reststoff zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfungskette wird. Darum geht es letztlich. Und das ist die Antwort auf zwei große Herausforderungen, die Sie alle kennen. Das eine, Klimawandel und die Krise der globalen Ökosysteme, von denen letztlich die menschliche Zivilisation auf diesem Planeten abhängt. Und die zweite parallele Herausforderung, das stürmische Wachstum der Weltwirtschaft angesichts des Aufstiegs der ehemaligen Entwicklungsländer, ihrer Transformation von Agrargesellschaft in Industriegesellschaften, mit dem Aufbruch von Milliarden Menschen aus der vorindustriellen in eine industrielle Lebensform. Und das ist verbunden mit enormen wirtschaftlichen Wachstumsschüben. Alle Prognosen der internationalen Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 20 Jahren etwa verdoppeln wird. Und wenn es nicht gelingt, dieses stürmische Wachstum in ökologische Bahnen zu lenken, dann gehen wir ökologisch stürmischen Zeiten entgegen. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und die Energiewende ist so etwas wie das Kernprojekt, das Pilotprojekt dieser ökologischen Transformation der Industriegesellschaft. Es geht also darum, ökologische Herausforderungen in ökonomische Chancen zu verwandeln. Und wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir in der Bundesrepublik, die wir im Grunde ein globales Pilotprojekt angestoßen haben, jetzt auf die Bremse treten oder gar zurückrudern würden, wo die erneuerbaren Energien global gerade in einem Durchbruch sind, in einem steilen Aufschwung sich befinden, ob man nach China sieht oder nach Indien oder selbst in die USA, wo wir also gerade dabei sind, die Systemkompetenz
für eine sehr umfassende Umgestaltung, nicht nur des Energiesystems, sondern des Industriesystems zu entwickeln in der Bundesrepublik und damit auch sozusagen einen Vorsprung an Innovation, an Know-how, der auch für die Wertschöpfung in diesem Land von großem Vorteil ist. Zweite Vorbemerkung, weshalb Energiewende 2.0? Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die bisherige Entwicklung, vor allem was den rasanten Anstieg von erneuerbaren Energien, im Kern von Photovoltaik und Windenergie betrifft und die damit verbundene Kostendegression bei diesen Technologien eine Erfolgsgeschichte war. Und dennoch sind wir überzeugt, und das ist ja nicht unser Spezialwissen, dass weiter so die falsche Antwort wäre, sondern dass wir in einer neuen Etappe jetzt sind, der Energiewende, in der es nicht mehr einfach nur um die Maximierung, die möglichst schnelle Entwicklung von Solar- und Windenergie und anderen Formen erneuerbarer Energien geht, sondern um den kompletten Umbau des Energiesystems. Das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Und davon wird auch letztlich der Erfolg der Energiewende abhängen. Und die Stichworte, die zu dieser Reform des gesamten Energiesystems angehen, die finden Sie alle im Programm dieser Konferenz, in den zahlreichen Arbeitsgruppen, Workshops, die Gelegenheit geben werden, weiter in die Tiefe zu gehen. Neues Design für den Strommarkt, ein neuer Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energien, die Frage von Reservekapazitäten und damit auch verbunden des Ausstiegs, sagen, aus der Kohle, intelligente Netze, Speicher, europäische Vernetzung der Energiewende. Das ist uns schon seit langem ein großes Anliegen, dass wir Energiewende nicht als nationales Projekt alleine diskutieren, sondern dass uns klar ist, dass der Erfolg dieses Projekts in den nächsten Schritten davon abhängen wird, wie gut uns die europäische Verknüpfung gelingt, und zwar sowohl auf der physischen Ebene im Sinne von europäischen Netzen, einer Verknüpfung von Wasserkraft in Skandinavien und den Alpen, mit Windenergie in den europäischen Küsten, Solarenergie im Sonnengürtel des Mittelmeers, mit dezentraler Produktion hier in der Bundesrepublik selbst, aber auch politisch eine stärkere Koordination und Harmonisierung europäischer Energiepolitik, stärkere Integration des Stromsektors mit dem Wärmesektor und mit dem Verkehr. Auch das ist eine große Aufgabe für die nächsten Jahre. Also alles systemische Fragen, auf die wir jetzt mehr an Gehirnschmalz und auch mehr an politischem Engagement werden investieren müssen, als das in den letzten Jahren der Fall ist, wenn wir dieses Projekt zum Erfolg bringen wollten.